Let's play Sims 4, liebe Kinderinos. Wir sind bei Trulla im Haus und machen, ich glaube, es war Sexy Time, ne? Okay, müssen wir arbeiten? Wir haben ja das Problem, die Polizeikarriere ist ja kaputt, nach wie vor. Also, weil es gab einen kleinen Patch, ich weiß, kann mal jemand in die Patch Notes gucken, ob da irgendwas von der Polizeikarriere steht? Der hat mir das Spiel erstmal zerschossen, deswegen bin ich ein bisschen später heute. So, nichtsdestoweniger. Wir haben ihn jetzt ja einfach immer selber zur Arbeit geschickt. Löst der dann automatisch das hier? Das wäre doch eine interessante Frage, ne? Oder was machen wir da? Es ist doch alles schwierig. Sonst müssen wir einen anderen Beruf nehmen. Das ist schade, aber ja. Wenn wir nicht befördert werden, das weiß ich halt nicht. Weil das Ding ist ja, wir sind ja in der Polizeikarriere nicht weitergekommen. Weil, um einen Fall zu lösen, muss man jemanden verhaften. Und das Verhaften funktioniert nicht. Wir haben die Karriere neu gestartet. Wenn ich drüber nachdenke, rege ich mich schon wieder auf. Das ist doch nicht gut für meinen Blutdruck. Gucken erstmal, was er jetzt hier vorhat. Hallo! Ciao. War schön. Ja, tschüss. Grüß schön. Ich muss zu meinem Hund. Der ist sehr süß und ein netter Typ. So, husch nach Hause. Wo gehst du hin? Läuft die da mir her? Hui! Ich bin gespannt, ob die diese Leckerei in den Griff gekriegt haben. Reg dich nicht auf, spiel über Rumble. Kommt auf jeden Fall, oder kommt auf jeden Fall. Ah, es ist leider noch nicht durchgegangen. Ich habe ein neues Emote beantragt. Super. Hallo! Du bist der süßeste Hund der Welt! Suna! Ich bin so gespannt, ob wir jetzt ein Foto machen dürfen. Oder ob die Kamera wieder kaputt ist. Oh, es geht! Es sind nur unsere dicken Beine im Weg. Warte, hier können wir noch. Schwupps, da! Wir können ausnahmsweise unseren Hund tatsächlich fast fotografieren. Fast. Naja, es gibt schon ein paar Fotos von ihm hinter der Wand. Er soll auch ganz drauf sein. Geht das nicht? Was ist denn hier los? Schönes Foto. Perfekt. Er hat sein Spielzeug mitgebracht. Er ist so lieb. 3 Meter lange Ohren, ja. Sir Philo muss ein Polizeihund werden. Ja, ich möchte auch. Findest du ja toll, wie Franz sein Langhoar, was auch immer Mischling liebt. Er ist auch ein geiler Typ. Kann man nicht anders sagen. Er ist ein geiler Typ. So, wir haben auf jeden Fall erstmal ein Hüngerchen. Ah, oh, und hier ist der aber auch. Kriegt erstmal Sir Philo was zu beißen, ne? Der war artig zu Hause. Oh, scheit. Na gut. Hallo, Mufflon! Hallo, da Mufflon, du alter Schlumpf. Hallo, jetzt wollte ich doch gucken, ob ich morgen mal hochen muss. Ja, muss ich, um 9 Uhr. So, Wiesbaden. So, Sir Philo hat 22 Simstagram-Follower bekommen. Geil, da haben wir auf jeden Fall erstmal richtig sportlich Essen vergammeln lassen. Gigaklug. Kokette Arbeit ansehen? Ach, damit. Damit können wir die Aura-Kokette machen. Hallöchen. Was? Ist schon wieder was kaputt? Ach, hier sind Kakatratten. Vernichten! Ich habe ja immer gesagt, wir ziehen um, sobald wir. Wir ziehen um, sobald wir. Befördert wurden. Aber es ist halt einfach Bullshit. Weil wir nicht befördert werden. Weil die Polizeikarriere kaputt ist. Arr! Arr! Mit wem sprichst du jetzt eigentlich? Und was macht Sir Philo? Er steht da rum mit seinem Quietscheball. Nee, der steht einfach nur dumm rum. Und verschwindet mit dem Hintern in der Wand. Jetzt spielt er mal den Ball. Yay! Ja, wir müssen Gassi gehen, Digga, ne? Komm, wir gehen hier. Oh nein! Können wir dich beruhigen? Was ist los? Können wir nicht? Es gab doch auch beruhigen eigentlich. Da, Sir, beruhigen. Wir beruhigen dich gleich, Digga.
Tierpflege. Ich will mit dir joggen gehen. Da spazieren gehen, joggen gehen. Ja. Ja. Gomray! Usemba Kapulik, meine, na? Was machst du? Sehr gut. Swarpstop! Nee, wir können nicht joggen gehen, weil... Hä? Oh, okay. Ich frag da nicht weiter nach. Ich frag da nicht weiter nach, was das Team dafür Sorgen hat, ne? Der ist offensichtlich nicht ganz so schlau. Sieht komisch aus, ne? Kann ich das machen? Gott, mein Schreibtisch sieht aus, ey. Ist die reinste Katastrophe. Schlunzi. So, sorry. Wo ist er denn? Am Abjoggen. Babsaday. Babsaday. Hallöchen. Ich wollte nämlich natürlich nur sehen, wie sie hier Feuer spuckt und nicht mir ihr Oberteil angucken. Das ist eine Krawatte mit... sag mal, was ist es denn? Sind wir hier in Booby Town? Stimmt ja nicht mit euch, Girls. Ist der Chat an, fragt der Ameisenkönig. Boah, glaub schon. Oh, da ist schon wieder einer von der Waschbär-Gang. Der Ameisenkönig. Ist ein guter Nickname. Er wird ja direkt geblotet. Was machst du jetzt, Spacko? Was tust du? Aha. Jetzt hier wieder ein bisschen doof rum. Wo wohnen wir denn eigentlich nochmal? Hier, ne? Nein, der Chat ist aus. So, der Dackel soll jetzt erstmal schön für unsere Haustür kacken. Das gehört sich so. Es muss sein, das ist gesund für den Dackel. Wir sind nur Geschöpfe deiner Fantasie. Das gefällt mir gut. Oh, hier, wieso lassen die Leute eigentlich so auch geiler Back? Hier steht überall Kaffee rum. Der Dackel soll hier hinmachen. Warst du jetzt schon auf dem Klo? Warum guckst du die Frau so an? Musst du jetzt noch mal? Nee. Oh, such a Musik! Tschüss, Musik! Ich habe übrigens noch nie den Stadtführer über dieses Viertel gelesen. Was bringt uns der Stadtführer jetzt bei? Aha. Er will pumpen. Diese Ohren. Oh, er hat was gefunden. Ein Kaffee wahrscheinlich. Was macht der denn jetzt? Ist der jetzt Fremde? Hallo? Das hat er schon gut raus, Girls beeindrucken. Du sitzt hier einfach mal so alleine am Tisch. Okay. Komm, hier machen wir ein episches Training, nicht dass du. Verwandtschaft mit Prinz Charles, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, der Dackel kommt auch alleine klar, ne? Ich mach von aus. Ja, wir haben jetzt ja mehr Spielzeit, weil ja... Also, das wäre interessant. Kann das mal jemand rausfinden? Muss ich hier nicht so doof rumgoogeln? Also während ihr zuguckt, das ist ja langweilig. Ob der Patch vielleicht irgendwas mit der Polizeikarriere gemacht hat, den es jetzt gerade für die Sims gab? Und ob man befördert wird, wenn man nicht mit zur Arbeit geht? Weil das wäre ja die einzige... Aber ich glaube, die Karriere ist hin. Ich glaube, wir können in der Polizeikarriere nicht weiterarbeiten, weil es wird ja immer sowas sein, oder? Hallo, Taskill! Es ist alles gar fürchterlich hervorragend. Wir müssen 10 Sims küssen, das ist natürlich eine Ansage. Wohnt ihr auf einem Tatort? Ja, tatsächlich. Das ist das billigste Apartment, was es gibt. Granada Fox! Hund! Wie gut, ich sollte öfter vorbeischauen. Hast du ihn schon gesehen? Weil ich kann ihn nochmal rufen. Ach so, jetzt habe ich das verstanden, fragt das am Freitag noch. Dackel? Ach, da ist er. Er ist ja so ein. Jetzt, hol mal dein Spiel. Oder lauf wieder weg. Der will heute nicht ins Fernsehen.
Will heute nicht ins Internet fernsehen. Ja, zumindest schon mal seine Schüssel füllen. Angela, ich habe gehört, dass im Club gerade ein Party steckt. Ja, ich muss ja morgen arbeiten, Ute. Was glaubst du denn? So, Energie, Hunger, das geht ja alles noch. Hauen wir uns einfach hin. Kommt der Hund wohl nochmal wieder? Wohnt der nicht mehr hier? Peter Franz kann sich nicht in das Leben eines normalen Erwerbstätigen hineinversetzen. Nee, das ist ja wirklich schräg bei mir. Also ich habe meinen nächsten größeren Job halt Samstag. Den ganzen Tag. Hallo Dackel! Was ist los? Wir schimpfen ihn erstmal wegen Aufwecken aus. So. Komm, wir balgen noch, ne? Gallipogoibo? Ey, was können wir dem alles beibringen, ey? Das Rollentraining, das ist mir wichtig. Oh, aber wir müssen bald. Abbruch, Abbruch, wir müssen noch schnell was essen, bevor wir... Ryaninsel, jetzt am Desktop, angenehmer zum Zuschauen. Hallo, Wave, Wave, Wave. Und ich habe ja auch schon mal gearbeitet, wie ein normaler Erwerbstätiger. Nur halt in einem coolen Job, weil ich halt bei der GameStar war. Tschüss, Dackel. 5 Euro Leckerchen, die guten mit Diamanten. Ja, so teuer ist auch ein ganzer Napf. Das sind ja auch Simoleons, ne? Und man verdient vor allem 300 davon am Tag. Was auf jeden Fall kein schlechtes Auskommen, ne? Und 20 Tage arbeitet. Steuern zahlt man hier auch nicht. Also man kriegt netto. Ungefähr kriegt er, glaube ich, gerade über 300 Simtaler. Was kriegt er gerade? 52 pro Stunde. Das ist schon nicht schlecht. So, was hast du hier noch für Sorgen? Müssen wir dich noch... Okay, dann isst einfach noch mehr Reste. Wir haben den Hund noch gar nicht gewaschen, oder? Wir müssen dringend den Hund waschen. Putzt du dir jetzt die Zähne, während du isst? Das ist wie mit O-Saft, mein Freund. Das ist, glaube ich, nicht gut einfach. Wo ist eigentlich unser Dackel? Da! Ne, der soll jetzt alleine los. Kollege, Kiste jetzt zur Arbeit? Meine Schamanin ist jetzt Ruhm 5. Erstes gelbes G bekommen. In, du hast was gespielt? For Honor? Das gibt's doch? Der Geburtstag von Frenzeln hat. Oh, oh Gott, oh Gott. Was ist er denn momentan? Ah, er wird dann einfach ein normaler Erwachsener. Ist ja okay, oder? Okay, das Romantikfestival findet statt. Ja, das gibt's auch, okay. Kinder, wir sind immer noch nicht weiter mit der Frage, ob der auch befördert wird, wenn wir nicht mitgehen. Hab das Gefühl, das nämlich nicht. Kann das sein? Letztens hat die 4. Season angefangen bei Fauna, okay. Schamanen, die kenne ich noch gar nicht. Aktuell sogar richtig viel. Okay, ich habe das ja sogar. Ich habe mir das sogar gekauft. Darmals. Ach, warum läuft die Zeit jetzt normal? Tut das Not? Da ist der Dackel. Hallo, Dackel. Er hat tolle Arbeit geleistet. Ja, aber da wird er doch nicht befördert, weil dieses Ding doch hier einfach nicht. Oder? Komm, wir spielen eine Runde. Was ist das? Ich möchte Ball holen spielen, oder so, kein Problem. Komm, wir spielen im Flur Ball holen. Immer gegen die Tür der Nachbarn.
Peach. Crashtober. Chirook. Peach. Peach. Das ist ja gigaspektakulär. Boah, tob dich mal richtig aus, Zephyrlo. Tob dich mal richtig aus. Oh, du bist sage und schreibe 4 Meter weit gelaufen. Mareike Möller möchte mit mir Festival-Shirts kaufen. Das können wir mal machen. Ich möchte Zephyrlo mitnehmen. Ach, wer bist du denn? Mareike Müller, alte Rakete. Ich grüße dich. Ein Romantik-Festival-Shirt kaufen und tragen. Okay. Ich zeig dir erstmal kurz die Muskeln. Dann geht's runter. Ach, wir spielen immer noch. Okay. Nee, reicht jetzt mit Ballholen spielen. Schaden am Gegner heilt sie. Wenn der Gegner blutet, verfällt sie in einen Blutrausch. Ach so, die Schamanin. Jetzt bin ich wieder da. Geh doch zum Romantiker-Treffen mit deiner Liebsten, find eine neue. Das machen wir jetzt. Nein, normalerweise nicht ohne Mods. Okay. Der Eisenkönig, wenn du dich auskennst, warum funktioniert die scheiß Polizeikarriere nicht? Ich finde einfach den Tatverdächtigen nicht. Er ist nicht da. Also sie. Wir haben extra die Karriere neu angefangen, alle Beweise weggemacht. Wir haben diese Daten. Weiblich, trägt ein langarmiges Shirt, trägt Jeans, ist wahnsinnig, ist ein Teenager, hat rote Haare. Gibt es nicht. Ich habe schon so viele Tatortbereinigungsgeschichten gemacht. Nicht Tatortbereinigung, Tatort, wie heißt das? Fahndung! Ist ein Skandälchen. Bläh. Komm, Ute. Was ist es denn mit der Kamera? Hallo? Okay. Wir gehen zusammen zum Klo. Jetzt darf ich. Hast du mal Onkel Google gefragt? Ja, wir haben Onkel Google schon 1 Million Mal gefragt, leider. Alter, das ist das Romantik-Festival. Okay. Oh, die sind aber herzallerliebst hässlich. Geilo. Ich möchte Blütenblätter werfen. Du hast auch nicht so viel an. Wo ist denn Troller? Nein, jetzt hat sie zu. Was stimmt denn nicht mit dir? Hallo? Ach so. Oh, ach so. Jetzt habe ich die hier gerade angeflirtet. Das tut mir leid. Okay, das tut mir leid. Ramen, Django und Kugelfisch. Die Ramen vegetarisch. Sorry, Mira, du kannst deinen Laden wieder aufmachen. Ich wollte dir gar nichts Böses. Wo ist denn eigentlich die Trute, mit der wir hier sind? Wir haben jetzt Ramen. Oh, und Hundekacke haben wir auch dabei. Ups. Oh nein, die Rahmen ist nicht vegetarisch. Schade. Hätten sie uns auch mal sagen können. Armer Sim. Jetzt wird. Okay, brich ab, brich ab. Dir geht's davon nicht gut. Lass das mal. Gut, jetzt kaufen wir erstmal ein Festival-Shirt. Wir können uns über Tierhaufen beschweren. So, ich habe hier kurz mal Hundekacke hingelegt. Ich möchte ein Festival-Souvenir kaufen. Ja, der Sim ist Vegetarier, ja. Hat sie da gerade Taschentücher in der Auslage gehabt für alle, die dort hingehen? Oh ja, tatsächlich. Funkenfontäne, das ist. Ach, das ist Feuerwerk. Na, die hat gar nicht die T-Shirts. Polizeikarriere ist ziemlich buggy. Addon deinstallieren und wieder installieren. Echt? Kannst du das in Großstadt? Ja, das gehört zum Großstadtleben, ja. Aber wo kriege ich denn das Festival-Shirt? Wenn nicht da. Das ist ein Skandal. Und wo ist die Alte, mit der wir hier sind? Hallo, Ninja. Ich bin sehr verwirrt. Ich bin sehr verwirrt.
Festival-Shirt kaufen. Ja, kaufe ein Festival-Shirt am Festival-Stand. Hier sind ganz viele T-Shirts. Da, Festival-Shirt kaufen. Man muss aufs T-Shirt klicken. Ah, Festival-Shirt kaufen, Romantik-Festival-Shirt kaufen und tragen. Hervorragend. Wer bist du denn? Mariko. Das ist ja wunderschön. Aber wo ist denn Trute, die uns hier hineingeladen hat? Und was macht der Glückler da? Hallo Glückler! So, ich würde hier gerne noch was essen, aber es gibt auf diesem Festival nichts Romantisches. Nee, Vegetarisches meine ich. Ein Skandal. Wo ist denn die Alte? Wieso? Oh, hier ist auch noch. Ups. Ist in einen Tierhaufen getreten, den ich da selbst hingelegt habe. Eieieiei. Das ist alles nicht so gut, ey. Alles nicht so schlau gemacht. Wo ist denn die Alte? Die hatte doch so einen doofen Namen. Egal, dann bändeln wir halt einfach mit der Tante vom Stand an. Hier, Standtante. Haben wir viel sprechen über die anregende Festival-Atmosphäre. Krampi, rothaarige Müll. Die Option gibt's. Ist das Reiber? Da ist Reiber! Ohne Brille! Oh, Reiber hat aber zugelegt! Und diese Haltung ist auch nicht so gesund. Und Reiber, du trägst Flipflops mit Socken! Ach so, weil er auf dem japanologischen Pflanzfestival ist. Okay, er ist immer noch in Hundekack getreten, das ist gleich vorbei. Ich witzel mal über unsere gemeinsame Liebesbeziehung. Mach mal den Stand zu, Girl. Das ist eine coole Sache mit dem Subdings irgendwie. Ja, wenn du, wenn du auf Twitch noch nicht so oft warst, wenn du zufällig Amazon Prime hast, kannst du das sogar kostenlos machen. Und ansonsten kriegst du viele... Ninja! Oh, Ninja ist 6-Monats-Sub! What? Noch wer? Siehst du, jetzt hat die Tasse auch einen richtigen Bart. Geil! Du bist der Erste, bei der ich das sehe! Oh ne, Grunner auch! Ne, Grunner ist 3 Monats. Subscriber, Baylock 1 Monat. Sehr witzig, sorry, ich bin gerade ein bisschen aufgeregt. Weeboop! So, ich spreche mal kurz ein bisschen positiv über Vegetarismus, nachdem ich eben ein Stück Fleisch in meiner Suppe hatte. Mal erstmal Komplimente über ihr Aussehen. Yeah, girl. Schnusper, Parape! Beschreibe ihr mal einen koketten Traum. Hey, stopp. You Bims? Hat sie das gerade wirklich gesagt? Witzel nochmal über unsere gemeinsame Liebesbeziehung. Setz dich doch mal zu mir. So. So, jetzt wird geflirtet. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Was war da? Ein Sakura-Tee trinken. Wo krieg ich den denn her? Hast du den? Verkaufst du Tee? Ah, hat geklappt. Dag, dag. Hier wird alles begrüßt. Hier, wir tauschen noch Nummern aus, das ergibt Sinn. Wer ist das? Was ist denn mit deinen Koteletten passiert? Du siehst ja aus wie so ein Raketenschlumpf. Ninja! Hat Dobi eine Subscription gegiftet? Wie gut ist das denn? Das ist ja gigalieb von dir, Ninja. Dankeschön auf allen Seiten. Total geil. Für mich und für Dobi. Voll schön. Und das Geräusch kommt auch. Das ist ja wunderschön. Also es macht klick, klick, klick. Ich weiß nicht warum. Das ist ja cool, Ninja. Dankeschön. Zu deinem 6-Monatigen gibst du die Liebe weiter. Du bist einfach einer der schönsten Menschen von Mexiko. Und sogar auch hier. Guck mal, Dobi ist Subscriber. Sub Dobi. Ein Dobi-Scriber. Schnell alle Emotes raushauen! All them Emotes! Yay! Oh, ich hab verpasst, was ich tun muss! Norga! Geh schnell nach Hause! Ach, er geht aufs öffentliche Klo, ist doch kein Problem. Hä? Was ist denn sein Problem? Was hat er? Eine Lebensmittelvergiftung?
Hä, Blase ist doch tippitoppi. Ach so, das haben wir gleich fertig hier. Einer ja. Hä, was hat der da jetzt gemacht? Jetzt ist er energiegeladen? Ich raff das nicht. Ich will hier so hier, ich will so einen Sakura-Tee haben. Gibt's den hier überhaupt? Rabatz. Salziges Lama. Hä, was ist das denn für ein Arschfestival? Hier, hast du diesen Tee vielleicht im Angebot? Was essen oder was? Nee, das ist ja Quatsch. Das ist ja alles nicht vegetaristisch. Wir begrüßen ihn erstmal hier. Aber wo kriege ich denn diesen Tee her? Was ist denn das hier alles? Das ist alles Betrug. Hallo, hör mal. Hör mal zu. Und wer kauft denn so ein Bild? Das ist, sieht aus wie ein Wachsmaler gemalt. Und ja, räum das mal weg. Ist hässlich. So, das ist ein schönes Bild. Das hätte von mir sein können. Da kommt energiegeladen aus dem Damenklo, echt? Oh ja, tatsächlich. Was ein Spack. Oh, die macht hier irgendwas kaputt. Was ist los mit dir? Gute, was ist los? So, setz dich doch mal. Unerfreuliche Umgebung. Aha. Ach so, weil Mutti hier den Schmutz auf die Erde geworfen hat. Komm, ich werf Blütenblätter über uns drüber. Was ist das denn? Da steht schon wieder. Ja, da guckst du doof, ne? Jetzt bist du nicht mehr sauer. So, haben wir geschafft. Ja, ciao. Da kommt energiegeladen vom Damenklo. Just a normal day in Franz Life. Aber Ninja, voll cool, ey. Ich freu mich. Ich freu mich. Dobi hat auch hart eine Subscription verdient. Wer, wenn nicht unser Dobi? Was denn hier? Wieso? Hat der Hund die Musik angemacht? Wo ist der Hund? Hundehund? Der Hund hat Musik angemacht und. Und dann auch noch sowas. Fürchterliches. So. J-Pop. J-Pop. Ach, Spacki, ey. Du kriegst heute auch überhaupt nichts auf Kehrte, ne? Was machst du denn jetzt? Was stimmt denn nicht mit dir? Und die Schnackerlacken rennen an der Wand lang. Hier ist alles im Argen. Dafür gibt es jetzt nichts zu Nikolaus und zu Weihnachten. Yeah. Ja, ihr seht, ein Emote fehlt jetzt übrigens. Das habe ich ausgetauscht. Ich hoffe, dass das bald freigegeben wird. So. So, ich muss hier gerade was gucken. Das ist echt selten. Ist das ein Medizinschrank? Was wollte ich denn jetzt gerade nachgucken, ich Spatengesicht? Ich wollte irgendwas gucken wegen des Sims. So, wir haben auf jeden Fall. Wo ist denn der Dackel? Hier offensichtlich angeblich. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ja, Kinder, jetzt nochmal. Season-Anfang ist doch keiner geschwängert. Es ist die Schwängerungs-Season. Ich kann ja mal gucken, ob. Wir haben doch hier gerade die Mutti kennengelernt. Wer ist denn Nadine Kreuz? Ist das nicht unsere Schwester? Was denn hier mit Mariko? Mariko! Was ist es denn mit den Kakatratten? Jetzt sind sie weg.
Ah, Sven Mulch. Oh, es ist übrigens 3 Uhr morgens. Hilft dir das? Mit wem haben wir denn dann gesprochen, wenn sie schläft? Ich bin da sehr... Wir nehmen erstmal ein Schaumbad. Ein Schampfbad. Oh, das Hundefutter ist gammelig. Du könntest eine Hundeaufzucht aufziehen. Dafür brauche ich Geld. Umziehen steht an. Du bist befördert worden. Ja, das stimmt. Mach mal bitte deinen Stammbaum auf. Du könntest eine... Ich könnte eine Tierklinik kaufen. Dafür brauche ich aber 1 Million Geld. Die müssten wir erstmal in einem anderen Beruf verdienen. Was ist das? Ach, die vergrößerte Tierschlafstation. Wir könnten jetzt halt auch mal wieder in ein Haus ziehen, ne? Weil hier die Wohnungen sind zwar witzig, aber naja. Achso, du willst den Stammbaum anschauen. Entschuldigung, hatte ich schon vergessen. Oh, der hat auch schon 5 Kinder. Shit. Yannick ist schon in der Grundschule. Ja, ist auf jeden Fall eine wilde Auswahl. Der Fadi war ja noch krasser. Ach, guck mal, Fritz-Kinder. Bruno Völl und Maurice Völl. Der eine ist Zukunftshändler, der andere ist Präsident. Ja, der hatte auf jeden Fall eine Stange Kinder. Oh, guck mal, ein Kind ist schon tot, der Marco. Und Fritz ist auch tot. Eingeschieden durch Altersschwäche. Wie er den Stammbaum schon vergessen hat. Was wir machen könnten, hallo Konterbund. Wir könnten natürlich einfach, gibt es nicht eine Sportlerkarriere, ganz klassisch? Da haben wir doch alles. Dann bumsen wir die Sportlerkarriere durch, bis wir uns eine Tierpension kaufen können. Und warten, bis die Polizeikarriere gefixt wird, oder? Wäre das nicht eine Idee? Kannst du Hunde nicht aufziehen und dann verkaufen? Nee, das geht leider nicht. Oder findet ihr das gut? Ich find die Idee jetzt nicht so schlecht. Findet ihr, das geht in Sims 2 einfach? Was jetzt? Kinder kriegen? Bumsen, das geht jetzt in Sims? Ja, Snoo. Nee, wie heißt das hier? Techtelmechtel. Es gibt noch einen Haufen Karrieren, bei denen man nichts macht, außer warten. Genau, ja, und zwischendurch so kleine Sachen. Kleinigkeiten muss man dann machen, ne? Die aktiven Karrieren, wir haben Arzt durchgespielt. Und Wissenschaft haben wir auch quasi durchgespielt. Fritz ist tot. Ja, schon lange, Ameisenkönig. Naja. Er ist kurz nach seinem Vater gestorben. Also eine Tierklinik wäre auf jeden Fall noch so ein Langzeitziel, was ich gern hätte. Ruf halt mal deinen Hund. Ja, hab ich schon. Kommst du? Ich finde das gut, dass der ein bisschen selbstständig ist. Guckt euch mal das schöne Foto an, das hängt hier beim Bett. Dackel? Da ist er doch! Alte Rakete! Lass dich Liebe spüren. Dann wirst du an deiner Lieblingsstelle gekratzt. Was hast du? Ich muss kurz den Bonsai schneiden. Die Tierklinik ist wohl kackteuer. Ja, die kostet 40.000 oder so. Ein Insel-Sim steht eine Karriere als Schriftsteller an. Das ist auch nicht schlecht. Ich würde sagen, wir wechseln gleich mal die Karriere. Jetzt, wo wir wissen, dass wir nicht befördert werden können. Das hat nicht so gut geklappt. Was ist dein Problem? Beijing Shilo. Oha, die Folge ist schon lange zu Ende. Liebe YouTube-Kids, diese Folge ist zu Ende. Nächste Folge wechseln wir wahrscheinlich die Karriere. In diesem Sinne, bis gleich, ne? Ida.